du andere Menschen ändern kannst. Wenn du es schaffst, einen Menschen, der dir wahnsinnig auf die Nerven geht, neu zu betrachten, milder, verständnisvoller, warmherziger, kannst du ein Wunder vollbringen. Ernsthaft. Dann nämlich und nur dann hat dieser Mensch tatsächlich eine hohe Chance, sich zu entwickeln, ganz ohne, dass er bewusst etwas dafür tut. Natürlich kostet es Überwindung, wenn du gerade eher geneigt bist, jemanden auf den Mond zu schießen. Klappt trotzdem gut. Ich habe das mal mit einem äußerst negativen Kollegen vom Radio so gemacht. Was hat der alles gegen mich aufgefahren? Dann habe ich zu Hause so lange eine Fantasiereise gemacht, bis ich ihn vor meinem geistigen Auge auf einem Blumenfeld lieb lächeln sah. So hatte ich den Mann noch nie gesehen. Am nächsten Tag kam prompt das Wunder. Keine üblichen Anfeindungen in der Programmkonferenz, stattdessen Harmonie pur. 2 lange Wochen, dann durfte ich wieder ran. War es mir wert. Ja, ich finde, das ist auch zu Weihnachten ein guter Tipp, oder?